uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Wo bin ich? Was zur Hölle? Gemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Der guckt nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reißt. Lukas! Verdammt, Alter, nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er ist es nicht! Halt's verdammt im Maul, Margaret! Ich hab das für ihn gemacht! Raus hier, verdammt! Du bist ein Mistkerl! Ja. Er ist es nicht! Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Und willkommen wieder zurück hier bei uns auf dem Kanal. Beim letzten Abendmahl. Ich muss hier raus. Ja, er muss hier raus. Was zur Hölle, Alter? Was zur Hölle? Oh. In was für einer Scheiße sind wir hier bloß drin geraten? Ja. Also Mia war ja jetzt anscheinend irgendwie so ein Griff ins Klo. Aber Vater hat uns anscheinend gefunden und hat uns jetzt hier mal in die Familie anscheinend eingeweiht und hier zum Abendessen eingeladen. Ganz, ganz schau. Shit. Wer bist du? Ach, mein Parship-Partner. Oh. Na? Oh. Oh, I. Das ist ja creepy. Oh, nee. Oh, ist das fies, ey. Ja, was? Das ist ja schön hier. Das ist ja schön hier. Ach, du Schande. Jetzt gucken wir mal hier. Pistolenmunition. Die nehmen wir mit. Habe ich überhaupt? Nein, ich habe nichts mehr. Na toll. Meine Hand, haben sie mir angetackert? Ja, super. Super. Ja, da bestimmt im Keller irgendwie, da in dem OP-Raum. Steril, super. Einfach nach dem neuesten Hau der Technik. Rangepatscht und angetackert. Oh, ist das also schön. Einfach schau. So, was haben wir hier? Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. des Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalby reisten und seit dem Monat findbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, den hat es ja leider erwischt, Andrew Stickland, keine Ahnung wo der ist, und Clancy Javis, oder Jarvis. Die drei produzierten Video für das Internet und waren nach Dalby gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandelten hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Tja. Ah, der unverhüllte Abgang von Clive R. O'Brien. Ah. Sonst noch irgendwas findet sie ja alles.
flüsterlich. Ja, die Oma ist... Ja, schön. Das ist doch der Ort, where the magics happen. Hier werden die Tollen hier richtig gekocht. Ey, Schlacht in Platt-Rotenburg, ey. Oh Gott, Alter, was ist denn das? Ist das in Reihen? Ist das was? Bier. Hallo, hier ist Bier. Wer stellt denn hier Würze in den Kühlschrank? Wozu? Zugepackt. Was ist das? Ein Kraut. Das gute alte Kraut. Ja, so kenne ich Resident Evil. Ah, oh, okay. Aber eins sag euch, den Abwasch mache ich hier nicht. Auf gar keinen Fall. Oh, kleine Nudeln, Schinkenkarton hat es anscheinend hier eben. Dollar Fliesenspiegel. Aus Alufolie. Auch schön. Kann man machen. Sieht aber scheiße aus. So, jetzt ist... Was haben wir hier? Ah, okay, verschlossen. Ich hab nichts. Kann man hier? Ist hier irgendwas? Und hier? Besteck. Dosenturm. Tja. Schätzchen, sind wir alleine. Zeig dir was romantisch wird kochen. Tja, was machen wir denn jetzt? Gehen wir mal rausgucken. Garage. Sieht zerbrechlich aus. Vielleicht kann man sie mit etwas zerstören. Ja, kann ich nicht irgendwie zuschlagen oder irgendwas? Ihr habt nicht. Ihr habt gar nichts. Er ist mit einem Klebeband gesichert. Ah, dass man dann nicht entfernt werden kann. Ist ja super. Ist ja super. Hallo! Hilfe! Von der anderen Seite verschlossen. Oh, wie schön. Von der anderen Seite verschlossen. Muss ich mich jetzt vor dem verstecken, oder was? Ach so. Ach ja, du könntest dich vor dem Essen davon schleichen. Au! Wieso? Was soll ich da tun?
Da! Du verschwendest deine Zeit! Alter, der rennt durch Wände? Der Typ rennt durch Wände? Oh, was ist das? Der Schlüssel. Ich hab's gefunden. Okay, mach was du willst. Oh, ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Nein! Da! Oh, lass mich! Nein! Oh, war der schnell? Mach das Pissbrett auf! Ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Ich hoffe, mal geruhig hat es dich. Wo bin ich hier? Oh, geil, Alter. Und jetzt nochmal ein schönes Resident Evil. Mein Resident Evil wird mich wieder schafft zu erschrecken. Oh. Oh, Mann. Wo soll ich jetzt hin? Jetzt bin ich hier unterm Haus, oder was? Münze? Eine antike Münze. Mhm. Gut, ne? Beginne ich mal meine Zeit damit zu verplempern, Kleingeld zu suchen. Wunderbar. Vater? Hallo? Oh, hier kann man safen. Oh. Ah, Karte des Haupthauses. Aha. Ist doch mal eine Speisekammer gewesen, ey. Krass. Okay. Interessant. Telefon. Und geht's? Socken. Das ist ja ekelhaft. Ah, nice. Okay, eine Box. Schön. Achso, okay. Ah. Ja, gut. Na, ich jetzt erstmal noch keine Munition habe. Keine Pistole habe, würde ich es jetzt erst einmal so handeln, dass ich die Munition rüberpacke in die Kiste, um Platz zu haben. So, machen wir das. Was haben wir hier? Flüssige Chemikalie. Okay, nochmal ein Kraut. Kombinieren. Aha. Ach so, schau. Okay. Alter, echt? Kombi mit einer Arznei. Schau. Schön. Haben wir mal eine Arznei gemacht. Ansonsten hätte ich die Beinkräuter zu einem großen grünen Kraut zusammengepackt. Wenn wir noch kein rotes Kraut haben. Was haben wir hier? Ein Dietrich.
Oh, okay. Dietrich. Dreigelt. So. Okay. Dann. Oh, ich hoffe. Da, du meinst mir wieder zurück. Aber ich mache erstmal wieder Tüte. Nämlich, dass Vater kommt. Gut gemacht, Ethan. So, ich stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Geil. Sieht ja aus wie im letzten Scheiß Mittelalter, aber mir eine Smartwatch erstmal hier an den Arm knallen. Schön. Läuft. So. Toll. Wo hatten wir denn... Oh, Oma ist weg. Oma ist weg. Können wir hier nichts... Oh, warte mal. Na und? Ja, mach auf. Okay, also als Nein haben wir erstmal, glaube ich, genug, ne? Das sollte erstmal kein Problem darstellen. So, wie kommen wir jetzt runter in die Garage? Wie kommen wir in die Garage? Erstmal hier. Ey, bitte sag mir nicht, dass der Vater hier noch rumschleicht irgendwo. Nee. Was hat? Ja, schön. Wer auch immer du bist, irgendjemand mochte deine Augen nicht. Er sieht ziemlich arrogant aus. Das ist ja der Schnösel vom Esstisch. Oh. Der sieht fürchterlich aus. Der Typ sieht einfach fürchterlich aus. So, na, klassischer Rätsel. Ja. Finde eine andere Platte. Oder was? Mhm. Was hat hier? So, ja, irgendwie müssen wir mal ein Messer oder irgendwas finden. Oder irgendwie Schraubenzieher. Wird spitze, womit wir da das aufkriegen. In der Küche. Gibt's denn nicht in der Küche irgendwo ein Messer oder so? Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Ja, du Spinner, okay. Hilf mir. Uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt. Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen Hand. Sie auch nicht gerade Hand. Alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt... Es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser.
gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Da habt ihr noch eine Knarre, oder? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Okay. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? So. Für die, die es nicht kennen, das war die Musik von MacGyver. Was der mit dem Taschenmesser konnte. Kann ich jetzt hier... Ah, Klassiker. Schön. Mehr Munition. So, warte mal. Konnte man noch irgendwas mit dem Messer machen? Oh, guck mal, die Tür freut sich. Guck mal hier. Oh, wie süß. Und zwar diese komische, ominöse Figur hier hinten, die würde ich mir gerne mal angucken. Ob man die auch kaputt machen kann. Oh, ja, kann man. Das schöne Fahrrad. Was, ja, und? Was, so Sammelitems oder was? Oder wie? The Collectibles. Und hier vorne hatte ich noch mal sowas. Gehört, bin ich der Meinung. Ich sehe es nicht, ich höre es irgendwie, dieses komische Klickern irgendwie von dieser Football-Figur. Ist hier unten? Sein scheiß Rasenmäher hin. Ja, nee. Da liest man alles nix. Besten Willen, ich kann es nicht so richtig sehen. Irgendwie ist alles sehr duster. Da ist er. Okay. Gut. Naja, wo wir schon mal hier sind. Safe mal die hinter. So, na dann. Officer, helfen Sie mir. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja?
Hey, das Tor auf! Stopp! Das Tor auf. Das Tor auf. Versuch! Und schon! Oh Gott, Alter, mit. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch um. Kann ich fahren? Ohne Schlüssel geht das nicht. Nee, den steck mal hin, schnell aus, mein Freund. Vorbei jetzt, nach der Hand ab, ist jetzt Kopf ab. Oh. Ach du Scheiße, Alter. Na, das ist ja, ach du Scheiße. Was? Was ist los? Oh, Junge! Stopp! Ist er tot? Scheiße, ey. Oh. Nein, auf das mitzuschleppen. Was da? Was wie hier? Flüssige Chemikalie. Okay. Ist hier vorne noch irgendwas? Okay, also es hapert nicht. An Heil-Items, aber okay, gut, wir spielen jetzt auch nicht auf Ultra-Hard. So, Leiter, darf ich jetzt sehen? Ja, das ist von dir. Was? Deine Aufmerksamkeit, Junge! Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Was stimmt denn nicht mit dir? Was stimmt denn, verdammte Scheiße, nochmal nicht mit dir?